Hallo und herzlich willkommen zur letzten Spieltagspressekonferenz im Kalenderjahr 2013. Anlässlich unseres Heimspiels gegen den SC Pfullendorf. Bei mir zu Gast heute, wie immer, zu meiner Linken, unser Cheftrainer Christian Hitz. Hallo Christian. Und zu meiner Rechten, ein langer Vermisster, unser Spieler Patrick Ribeiro Pais. Patrick, du bist seit langer Zeit verletzt und befindest dich zurzeit in der Reha. Was genau hattest du? Hallo, guten Tag erstmal. Vor der Saison habe ich mir zwei Muskelfaserrisse zugezogen und beim dritten Mal war es dann leider ein Bündelriss. Und ja, momentan befinde ich mich in der Reha vor Stuttgart unten und ja, läuft momentan richtig gut. Dann zwei Fragen auf einmal. Wie geht es dir momentan und wann hast du vor, wieder ins Training einzusteigen, wieder dabei zu sein? Ja, momentan bin ich auf einem guten Weg. War ja auch lange außer Gefecht. Und 6. Januar ist mein Ziel, dass ich bald bei der Mannschaft wieder einsteige. Das hört sich gut an. Wie beurteilst du die bisher gespielte Runde? Im Prinzip jetzt in Anführungszeichen als Außenstehender. Ja, ich denke, das, was wir uns als Ziel vorgenommen haben, ist drin. Also, dass die Saison an sich positiv gelaufen ist, aber es noch besser geht. Aber das, was wir uns als Ziel gesetzt haben, haben wir erreicht. Und dass wir am Samstag gegen Pfullendorf das weiter abrufen, was wir bis jetzt gemacht haben. Dann zum Spiel gegen Pfullendorf, dein Tipp? Ich denke, 3-0 wäre fair. Das hört sich gut an. Vielen Dank. Christian, ein Rückblick zum Spiel gegen Koblenz, leider 1-2 verloren. Dein Rückblick, deine Zusammenfassung? Ja, die hat sich nicht geändert in den letzten Tagen. Es ist so, dass wir keine gute erste Halbzeit gespielt haben. Dass wir aber letztendlich nichts zugelassen haben und wir uns durch zwei grobe individuelle Patzer in Rückstand geraten sind. Wir dann noch den Anschlusstreffer gemacht haben und dadurch im Spiel zurück waren. Zweite Halbzeit dann die Mannschaft sich anders präsentiert hat, wir dann spieldominant waren und wir genügend Chancen herausgespielt haben, um letztendlich das Spiel für uns zu entscheiden. Wir haben dort ganz klar 3 Punkte liegen lassen, weil da gibt es auch nicht aufgrund der ersten Halbzeit, wenn der Gegner keinen Durchstand hat, kannst du jetzt sagen, aufgrund der ersten Halbzeit hast du verdient verloren. Es war einfach kein gutes Spiel, das kommt vor. Aber wir haben dann in der zweiten Halbzeit, wie so oft in der Saison, leider nicht für uns nutzen können, um die Spiele nach oben zu drehen. Wir haben, man muss leider sagen, mal wieder einen Elfmeter verschossen. Der Saisonübergang jetzt der 4. in Folge, den wir nicht verwandeln konnten. Das wird schon gewitzelt, auch von dir. Dass man statt Elfmeter dann besser auf Abschluss für den Gegner entscheiden würde, das würde die Situation etwas vereinfachen. Wie siehst du die Situation? Wird jetzt etwas mehr dahingehend trainiert, oder? Ja gut, es ist ja kein Geheimnis, dass wenn du so wie wir saisonübergreifend 4 Elfmeter hintereinander verschießt mit 4 verschiedenen Schützen, dass das irgendwann mal thematisiert und aufgefangen wird. Von mir persönlich in der Form nicht groß, dass ich nicht dramatisieren möchte, aber mich das natürlich maßlos ärgert, weil spielen scheint es 10 Mann, die uns weitergebracht hätten, aber wir können da nicht viel ändern. Elfmeterschießen sehr speziell zu trainieren ist schwer. Wir haben das in der Woche immer drin, weil wir Spielform machen, wo wir auch danach noch Ergebnisse ausschießen. Aber wir haben es dann geändert, dass wir Schützen festgelegt haben. Erfahrene Spieler, die haben es auch nicht geschafft. Jetzt ist die Entscheidung so, dass der sich am besten am wohlsten und sie wissen auf dem Platz und nimmt den Ball und schießt beim nächsten Mal ein. Ein Ausblick auf das Spiel gegen Pfullendorf, da gibt es ja noch was gut zu machen. Wir haben ja das Hinspiel auch durch einen Elfmeter verloren. Das Mikro geht jetzt leider nicht mehr. Wir haben das Hinspiel leider durch einen Elfmeter verloren. Einen kurzen Ausblick auf das Spiel gegen Pfullendorf. Ja, leider haben wir die Rückrunde so begonnen, wie wir die Vorrunde begonnen haben, mit Niederlage. Das ist uns in Pfullendorf schon passiert. In Pfullendorf haben wir 90 Minuten Spiel klar kontrolliert, eine Vielzahl an Chancen kreiert und kriegen durch einen dummen Elfmeter. Wobei man da sagen muss, wenn du auf 5 Meter einen Ball voll angeschossen wirst, das ist schwer zu verteidigen, zu sagen, ich ziehe meine Hand weg. Aber wir haben das Spiel dann dort verloren, das sind wir in die Rückrunde gestanden, haben natürlich da auch am Samstag eines gut zu machen, weil wir möchten diese Niederlage ausmerzen. Und wir haben auch diese Woche klare Worte zur Mannschaft getroffen, was wir am Samstag fabriziert haben und gehen jetzt mit breiter Brust, mit viel Willen am Samstag in das Heimspiel möchten, die Saison, dann die Vorrunde mit 3 Punkten gegen Pfullendorf beenden.
Nochmal zurück zum Spiel gegen Koblenz. Da gab es nach dem Spiel die rote Karte gegen Emil Noll. Was genau ist da vorgefallen und gibt es da schon ein Urteil gegen Emil? Also grundsätzlich meine ich, dass selbst auch Fußball gespielt. Und im Fußball ist es so, dass Emotionen eine sehr große Rolle spielen und man wirklich in Situationen reingerät, wo man auch mal das Ziel hinausschießt. Und normalerweise geht man dann danach hin, nach Spielende, gibt sich die Hand und sagt, tut mir leid, und dann ist das wirklich auch vergessen. Jetzt ist aber in Koblenz etwas passiert, was normalerweise mit einem Handschlag dann in der Kabine für mich auch erledigt wäre, aber es natürlich nicht angeht, dass wenn ein Spieler einen Ellbogencheck im Spiel macht, wenn ein Spieler sich theatralisch im Strafraum vor Spielende fallen lässt, um Zeit zu schinden, weil ein Wassertropfen getroffen hat, und der dann danach unseren Spieler rassistisch beschimpft, und der sich vom Täter zum Opfer hinstellt, weil er sich dann noch theatralisch fallen lässt und unser dann gesperrt wird, das geht nicht. Also ich bin wirklich so weit, dass ich sage, komm, wir machen alle Fehler im Leben, die müssen auch gut sein, aber hier wird ja sogar noch unserer bestraft. Natürlich darf der Emil das nicht machen und darf den schubsen, aber seien Sie mir bewusst, ich habe die Szene in Fotomontagen gesehen. Also, das ist schon wirklich krass. Ich weiß gar nicht, hat er einen LKW getroffen, dass er umfällt? Das war nicht so. Sie merken, dass ich da hochgehe, weil wir letztendlich für etwas bestraft werden. Und dann hat der andere sein Ziel erreicht, uns zu schwächen. Aber er selbst kommt nicht davon. Und das stört mich schon ein bisschen massiv. Wir haben das auch mit dem Linienrichter gesagt. Und dann hat es ihn interessiert. Und das Endergebnis passiert, dass unser vom Platz muss. Noch einmal. Der Emil ist so erfahren, dem darf das nicht passieren. Aber wenn ich dann auch davon spreche und bei dem anderen auch sage, okay, in der Emotion macht man Dinge, die gehören sich nicht, aber danach geht man hin und sagt, sorry, tut mir leid, dann muss ich auch die Zivilcourage haben und sagen, ich habe einen Fehler gemacht, geh hin zum Schiedsrichter, geh hin zum Spieler und dann ist es abgehakt. Und das ist hier nicht passiert, sondern hier ist passiert, dass unser Spieler auch einen Fehler gemacht hat, aber nur er bestraft worden ist. Ja, das ist leider äußerst ungerecht. Christian, zum Abschluss, wie immer, die letzte Frage. Wer ist fit, wer nicht? Wer ist morgen dabei? Am Samstag dabei? Ja, also Emil Noll hat ja 2 Spieltage Sperre bekommen. Der wird fehlen. Bei Mario Klinger müssen wir morgen mal den Tag abwarten. Der hat Knieprobleme. Der hat einen Schlag drauf bekommen. Alban Ramay bekommt morgen ein MRT gemacht. Da ist zunächst mal der erste Verdacht auf einen Teilabriss oder einen Anriss der Adduktorenszene. Was es endgültig ist, wissen wir erst morgen nach der Untersuchung. Das sind die Spieler, die ausfallen, plus die 3 Langzeitverletzten, wobei wir hier jetzt mit Patrick Ribeiro diesen Spieler haben, wo wir guter Dinge sind, dass er zum Rückrundenauftakt in der Vorbereitung wieder bereit ist, sodass es zumindest auch ein bisschen Licht am Ende des Tunnels gibt. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank, Patrick, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich bedanke mich bei euch im YouTube-Channel für eure Aufmerksamkeit im Jahr 2013. Ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr. Und nichtsdestotrotz kommen wir jetzt noch zu Fragen von der Presse. Das wollte ich zuerst machen, bevor ich es vergesse. Deshalb gibt es Fragen von Seiten der Presse? Der Rammer fällt also auf jeden Fall aus, oder? Ja, der Alban kann nicht trainieren. Da werden wir jetzt erfahren, was genau die Verletzung ist. Das wird morgen diagnostiziert. Das war ein Teilabriss der Adduktoren? Nein, es ist ein Verdacht auf einen Anriss oder ein Teilabriss der Adduktorenszene. Aber eine endgültige Diagnose bekommen wir morgen nach dem MRT. Hoffen natürlich, dass ich es nicht bestätige. Noch eine Frage zu der Geschichte mit Noll. Sie haben jetzt auch nochmal gesagt, rassistisch beleidigt worden. Es gibt ja normal bei einer roten Karte dann irgendeine Verhandlung. Hat ja der Spieler dann nicht die Möglichkeit, sich da auch nochmal dazu zu äußern, auch das dann eben anzubringen? Wissen Sie, das Problem ist, da steht Aussage gegen Aussage, ja. Und der hat ja auf dem Platz auch keine rote Karte bekommen, es wurde ein Sonderbericht geschrieben. Und wir waren da auch danach drin, wie wir das erfahren haben, haben auch ganz vernünftig mit den Schiedsrichtern gesprochen. Und auch da muss ich sagen, hier gibt es ja keinen Vorwurf an den Schiedsrichter. Wir wissen, wie schwer es ist, im Spiel zu leiden, und wir wissen, dass du nicht alles hören und sehen kannst. Aber den Ellbogencheck, den hat jeder von uns gesehen, weil der war 5 Meter vor unserer Nase für den Linienrichter. Und wie das halt im Leben so ist, was du da nicht ahnst, kann halt später eine Folge nach sich ziehen. Und der Emil hat seine schriftliche Stellungnahme abgegeben dazu, hat die Situation mit Zeugenaussagen geschildert und deswegen ist das Strafmaß, wurde auch letztendlich strafmildernd ausgesprochen, aufgrund der Vorgeschichte.
Sie haben jetzt auch nochmal gesagt, ja, Sie haben jetzt die Rückrunde so begonnen wie die Vorrunde. Ein bisschen ärgerlich einfach mit der Niederlage. Also gegen Pfullendorf Sieg eigentlich Pflicht, muss man dann sagen, oder? Ah, ja, ja klar, also da gibt es ja gar nichts zu rücken. Wir spielen gegen eine Mannschaft, die ganz unten steht, und ohne sie abwerten zu wollen, weil das ist nicht damit gemeint, weil jede Mannschaft hat ein Stück auch Qualität, um Spiel für sich zu entscheiden. Aber wenn wir da nicht mit dem Anspruch reingehen, dass wir das Spiel gewinnen wollen, also ich bin die Woche wirklich verärgert über das, was wir gemacht haben, weil wir haben ganz leichtfertig in Koblenz 3 Punkte hergegeben. Was da schon darin begründet war, dass wir die erste Halbzeit nicht in der notwendigen Konzentration und den Willenseigenschaften angegangen sind. Es ist jetzt das letzte Spiel in diesem Jahr. Vielleicht so ein, zwei Sätze mal, wie Sie jetzt die Hinrunde plus das eine Spiel der Rückrunde zu bewerten jetzt. Ist ja so ein kleines Fazit mal vielleicht. Da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Das eine ist, dass, wie wir die Dinge sehr rational betrachtet sehen, wir sind in die Saison gestartet mit vielen neuen Spielern zu den alten Jungen eingespielten und wollten diesen Integrationsprozess, wie wir Fußball spielen wollen, mit dem Ballbesitz spielen, mit dem offensiven Gedanken, mit weniger Gegentoren, vor allem auch Standardsituationen, und haben gehofft, dass wir einen guten einstehenden Platz belegen, dass wir vielleicht sogar schaffen, ins obere Drittel, in die ersten 5 reinzurutschen. Das haben wir geschafft, und daher sind wir voll im Soll für das, was wir in der Vorrunde vorhatten. Da muss man auch bei aller Kritik auch mal loben sollen, was die Mannschaft hinbekommen hat. Wenn man dann allerdings im Einzelnen, dass das zweite Herz zwar schlägt, die Spiele betrachtet, dann muss man einfach in der Summe zugeben, wir könnten mehr Punkte auf dem Konto haben, wenn wir uns nicht in einigen Spielen, die wir gerade dominiert haben, selbst geschlagen haben. Deswegen, wir sind alle Sportler, und Sportler will immer jedes Spiel gewinnen. Und der wird immer das Maximale rausholen, auch wenn es vielleicht mehr realistisch ist. In dem Fall war einfach mehr drin gewesen. Wir haben schon ein Stück weit liegen lassen, und ich hoffe, dass wir das in Zukunft als Mannschaft hinbekommen, dass wir das noch ausmerzen. Noch eine letzte Frage von meiner Seite. Sie hatten ja schon kürzlich angekündigt, wenn Spieler, entsprechende Spieler da wären, im Winter schon im Vorgriff auf nächste Saison vielleicht was zu machen. Da muss man jetzt so ein bisschen, sage ich mal, die anderen Geschichten, die im Moment auch noch parallel laufen, wo es ja könnte zu größeren Nachzahlungen für den Verein kommen. Beeinflusst das in irgendeiner Form Ihre Kaderplanung jetzt für den Winter? Also den anderen Dingen kann ich ja nicht sagen, weil ich da nicht involviert bin. Und von Vereinsseite ist bis dato immer noch nicht zugekommen, hat mir gesagt, wir können die Gespräche nicht fortführen, wir führen die ja gemeinsam. Also die Gespräche laufen zum Thema Neuverpflichtung. Und wir haben aber auch gesagt, wir machen nur etwas, wenn wir uns sicher sind, dass uns der Spieler weiterbringt. Nicht nur sportlich weiterbringt, sondern dass er auch charakterlich zu uns passt. Und das können Sie sich vorstellen, das ist trotzdem mit die schwierigste Aufgabe, das im Vorfeld zu eruieren, ob der Spieler reinpasst. Aber wir sind da grundsätzlich in angenehmen Gesprächen, und wenn es passen würde, würden wir auch was machen. Wie weit ist man denn diesbezüglich schon? Man ist in Gespräch mit Spielern, aber hat noch keinen Verzug zu vermelden. Wie sagen Sie, was zur Position mit welchen Spielern, also die Spieler, mit denen Sie sprechen, welche Positionen sind da jetzt für Sie am wichtigsten? Also gut, wir, das ist ja kein Geheimnis, dass wir uns ja gerade betrachtet haben, dass wir uns für eine Vielzahl der Spiele entschieden haben, mit denen weiterzuplanen. Und wir überlegen, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass man so einen Defensiv-Allrounder findet, der sowohl innen wie Außenverteidiger spielen kann. Wir hoffen zwar, dass Patrick wieder zurückkommt, der ist ja schon sehr fehlt in seiner Qualität, aber wir haben ja auch mit Nino Lacaninha und Oskar Mbele zwei Spieler, die du auch nicht so genau weißt, wie passiert das. Das heißt, das würde uns gut tun, der Spielertyp, der beide Positionen begleiten kann. Und wir machen auch nie ein Geheimnis, dass wir noch gerne einen anderen Spielertyp auf der 8 hätten, so ein schneller, grelliger Balljäger, wie wir ja auch mal in der Vergangenheit hatten. Das ist so ein Element, was wir nicht in unserem Kader drin haben. Und jetzt müssen wir mal abwarten, was mit Alvar Rama ist. Aber grundsätzlich würden wir auch nach vorne Ausschau halten, ob wir vielleicht vom Stürmer holen. Aber auch da, also unser Vertrauen liegt der Mannschaft, dem Kader, wie er jetzt dasteht. Das wären wirklich Verpflichtungen im Vorgriff auch schon auf die kommende Saison. Was hat man denn für die restliche Saison noch ins Auge gefasst? Oh, ist ziemlich einfach. So viele Punkte wie möglich zu sammeln,
am liebsten jedes Spiel zu gewinnen. Ich weiß zwar, dass das nicht immer möglich ist. Und wenn wir es in Zahlen gehen, wir möchten unsere Gegentorzahl noch deutlich minimieren. Da sind wir mit dem Schnitt, den wir derzeit haben, von einem Tor pro Spiel, sind wir nicht zufrieden. Und wir möchten unsere Anzahl an Ballbesitz, an Pässen möchten wir auch noch erhöhen, wir möchten noch dominanter werden. Und vorne drin sind wir auch der Meinung, dass wir unsere Torquote noch deutlicher ausbauen können. Was ist tabellenmäßig für Sie noch möglich oder ins Auge gefasst oder lässt man das auf das Glück? Das ist ziemlich einfach. Wenn wir weniger Gegentore bekommen, mehr schießen, werden wir automatisch mehr Punkte sammeln und irgendwann wirst du dann in den Plätzen nach oben wandern. Um auf Ihre Frage schon konkret eingehen zu wollen auch. Die Position, die wir jetzt haben, ja, die möchten wir festigen, die möchten wir nicht mehr hergeben. Und wenn es dazu führt, dass wir dann weitere Positionen nach oben springen, dann sagen wir nicht nein, im Gegenteil, ja. Also wir sind alle Sportler genug, um zu sagen, wir wollen immer das Maximum Mögliche erreichen. Aber wir wissen auch, die Realität, die lautet, dass das eine sehr ausgeglichene Liga ist, dass da 8 Mannschaften im oberen Bereich stehen, wo jeder jeden schlagen kann. Und ich bleibe dabei, wir werden erst im April eine Situation erkennen, wo ich glaube, wo sich 3-4 Mannschaften endgültig absetzen werden. Und wenn es natürlich möglich ist, müssen wir so lange wie möglich da dabei sein und mitspielen. Aber das ist kein Wunschkonzept. Sie haben es gesehen in Koblenz. Wir hätten dort auch gerne gewonnen, haben es nicht geschafft. Na gut, ich habe jetzt mal die nächsten 5 Spieltage inklusive dem mal vorausgeschaut. Und da habe ich mir mal angeguckt, dann könnte eigentlich mit Homburg und den anderen 4, die oben stehen, die sie schon abgesetzt haben, wenn ich das ein bisschen durchrechne. Denn die haben relativ einfache Spiele, wir auch relativ einfache Spiele gegen die Mannschaft von ganz unten. Und dann könnte. Also wenn dem so wäre, nur die ersten 5, beide könnten sich schon einige abgesetzt haben. Wenn dem so wäre, hätte ich nichts dagegen. Aber ich habe eins gelernt im Fußball, es gibt keine leichten Gegner. Weil halt die Psyche ein ganz entscheidender Faktor ist. Und die vermeintlich leichten Gegner sind die schwierigen, wenn man sich bei unserer Bilanz mal anschaut. Wir haben ja unser Spiel nicht entscheidend im oberen Drittel verloren, sondern wir lassen Punkte gegen die Mannschaft im unteren Drittel. Also sieht man, wie schwierig die zu bespielen sind. Und da gilt es wirklich voll konzentriert, an das nächste Spiel ranzugehen. Nicht an die 5 nächsten Partien, sondern wirklich gegen Pullendorf. Und dann gehen wir erstmal auch für die Spieler hin, wenn wir das erfolgreich gemeistert haben, gehen die Jungs mal wirklich in den verdienten Urlaub, weil wir hatten im Sommer nur 2 Wochen frei. Und danach gehen wir ran an die Mannschaft. Wir möchten uns in einzelnen Bereichen verbessern. Wenn dann von Seiten der Presse keine Fragen mehr bestehen, dann sage ich nochmal Danke auch an die Presse für die angenehme Zusammenarbeit im Jahr 2013. Auch euch angenehme Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Bei euch habe ich mich schon bedankt. Noch einmal gute frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Euch beiden vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Bis zum nächsten Mal und tschüss.